So Leute, und was geht ab? Yo, ja, endlich mal ein Lebenszeichen von mir, ja, vielleicht fragen sich jetzt einige von euch, Lebenszeichen, was zur Hölle, was geht hier ab? Ja, es ist so, ich lade ja immer noch hoch, sprich, momentan auch mehr Folgen als sonst, also sprich, bis zu 3 Folgen pro Tag. Einzug und einen damit ich endlich mein Lager leer habe und endlich Pause beginnen kann. Ja, Leute, die meine Bulletins lesen, die wissen, um was es geht. Und die, wie mir auf sowieso auf Twitter verfolgen, die wissen sowieso, um was es geht. Weil auf Twitter bin ich am meisten aktiv und wenn ihr da mir nicht folgt, dann verpasst ihr die größten Infos. Also, selber schuld. Ja, was ich will sagen, ist, ich mache momentan Pause. Sprich, es ist letzte Woche entschieden worden, dass ich entweder aufhöre oder Pause mache. Ich habe dazu entschieden, Pause zu machen, da mich X-Freunde, alle da unten verlinkt, gesagt haben, nein, mach weiter. Sollten alle da unten verlinkt sein, wenn ich jemanden vergessen habe, dann bitte schreiben nicht. Tut mir leid. Ja. Ich mache dann weiter. Allerdings werde ich erst Ende Juli oder Anfang August anfangen. Ich weiß noch nicht, bitte drängelt mich nicht dazu, Let's Plays aufzunehmen, da ich erstmal Pause machen will. Erstmal um meinen Kopf frei zu kriegen von allem Let's Play-Kram und so. Also sprich, sobald alle Videos hochgeladen sind, es sind glaube ich noch 5 Folgen von Smaragd und 8 von Blood Queen oder so ungefähr. Also sprich, über 10 Folgen werden noch kommen. Die werden ich glaube ich 2 pro Tag hochladen. Also wird diese und nächste Woche noch etwas kommen. Und dann wird Pause gemacht. Während dieser Pause wird auch nichts aufgenommen. Es wird wirklich gefaulenzt. Ich schaue nur noch Let's Plays, ich schaue nur noch Videos auf YouTube. Ich genieße mein Real Life. Ja, ich habe eins. Unglaublich. Ich genieße meine Freundin. Ja, ich habe eine Freundin. Ich bin Gamer. RTL leckt mich am Arsch. Ja, also das ist nicht falsch, dass ich meine Freundin genieße. Also, oh, verdammt, das ist so falsch. Muss ich rausschneiden. Nachricht, aber ich lasse drin. Ja, in dieser Pause wird dann mein Zweitkanal, der ebenfalls in den Kanalkommentaren in der Videobox unten in der Beschreibung verlinkt ist. In dieser Zeit wird da was hochgeladen, sprich, es ist ein Kanal für Brawl-Kämpfe, für Pokémon Battle Illusions-Kämpfe und sobald ich endlich den nötigen Skill habe, auch Mario Strikers Charged Football. Allerdings kann das noch dauern, da ich da ziemlich schlecht in diesem Spiel bin, aber es macht mir Spaß. In meiner Pause wird nur auf diesem Kanal hochgeladen, also auf meinem zweiten Kanal hochgeladen, Zorbi Online, unten in der Beschreibung, am besten gleich abonnieren, favorisieren, verbreiten, teilen, twittern, Facebooken und Formspringen und oh, was gibt's nicht noch alles, nein, Spaß, wie auch immer ihr wollt. Nur, da werden Pokémon-Kämpfe kommen, eventuell auch mal Brawl-Kämpfe, aber ich kann schon mal sagen, ich bin ziemlich schlecht im Brawl, hust. Also, nochmal kurz, ich werde Pause machen, sprich, Mitte, Ende Juli, Anfang August wird dann wieder normal Let's Plays gemacht, also was ich bis jetzt habe, wird dann weitergemacht, sprich, Kirby wird dann endlich weitergeführt. Ich weiß, ihr wartet ewig auf eine Folge, tut mir leid, aber ich mache Pause. Sprich, Kirby, Pokémon Blattgrün, Pokémon Smaragd und Golden Sun, die vergessene Epoche. Ja, das war im Grunde alles. Ihr könnt mir unten die Kommentare schreiben, was ihr dann, wenn ich meine Pause beendet habe, als erstes Projekt haben wollt. Also, ich denke mal, ein großer wird sicher Kirby schreiben und ich werde versuchen, so viele Kirby-Folgen wie möglich so Ende Juli dann, oder bevor ich meine Pause dann offiziell beende, werde ich dann womöglich Kirby aufnehmen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Noch eine kleine Bitte von mir, wenn ihr weitere Infos von mir haben wollt, dann liked mich auf Facebook und folgt mir auf Twitter, weil da wird wirklich alles Wichtige von mir oder auch Random Trash, aber naja, eher auf Twitter Random Trash, aber auch wichtige Informationen, wird da kommen, weil die Bulletin-Funktion auf YouTube ist ja wie immer verbuggt, sprich, einige sehen sie gar nicht und deswegen mache ich dieses Video, weil ich habe jetzt wirklich von 2 Leuten, die ich jetzt auch kenne und die mich abonniert haben, haben mir gesagt, dass sie den Bulletin gar nicht gelesen haben, also nicht lesen konnten, weil er nicht angezeigt wurde. Naja, Bugtube, kennen wir alles und naja, also sprich, ja, Pause bis, ja, ich denke mal Ende Juli, Anfang August, Mitte Juli, je nachdem, sprich, einen Monat werdet ihr wohl ohne mich aushalten können, bis dahin werden dann wirklich nur Online-Kämpfe kommen und dies natürlich auch kommentiert, also sprich, das erste Video könnt ihr hier dann auch anschauen, also ich werde es im Video verlinken und in der Kanalbeschreibung,
Videobeschreibung. Ich werde verdammt viele Links reinschicken. Naja, ja. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und haut rein und macht's gut.